Hallo Leute, heute möchte ich meinen Haaren einen kleinen Sommerlook verpassen und zwar mit diesem Produkt von Garnier. Das ist Nutrisse Farb Sensation, nennt sich das. Und ja, ich habe darauf geachtet, dass es ein heller Ton ist und ohne Gelbstich, was ihr auch hier lesen könnt. Und ja, ich habe einfach den hellsten Ton genommen. Soll nachher ungefähr so aussehen. Und ich werde jetzt mal die Packung aufmachen und euch zeigen, was da so drin ist. Erstmal ist dort diese Entwicklermilch drin. Dann die Farbe selber. Dann die Handschuhe. Die Kur oder Pflege. Und eine Anleitung. Zieht am besten zum Haarefärben ein altes T-Shirt an, falls was draufkommt. So, jetzt schüttel ich den Entwickler erstmal. Dann schraubt man das oben auf. Wahrscheinlich kennt ihr das Verfahren eh schon vom Haarefärben vorher. Und dann nehmt ihr die Farbtube und gebt die Farbe in die Entwicklermilch hinein. Das mache ich jetzt mal kurz. So, dann wird das Ganze kräftig geschüttelt. Davor die Handschuhe schon mal anziehen und dann die Spitze abbrechen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nichts rausspritzt. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Ich trage das jetzt einfach so streifenweise auf, eben weil ich möchte, dass die Haare natürlich am Schluss aussehen und dass die Farbe nicht so flächig ist. Deswegen trage ich die Farbe nur ganz strähnig auf und möchte gar nicht, dass jedes Haar davon betroffen wird. Einfach damit sich die natürliche Haarfarbe mit der neuen Haarfarbe vermischt und es dadurch eben natürlich aussieht und nicht gefärbt. Und mein Ziel ist einfach, dass ich so einen Strandblond, Beachblond, Surferblond bekomme. Eben einfach so einen Haarton, der aussieht wie durch die Sonne gebleicht. So, dann trage ich einfach hier noch weiter auf. Ich bin immer recht sparsam mit so Farben, einfach weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe und die Haare dann ziemlich unnatürlich aussahen oder ein bisschen einen Gelbstich hatten. So, jetzt nehme ich einfach den Kamm und verteile die Farbe in den Haaren und dadurch entsteht dann dieser strähnige Effekt. So, die Farbe ein bisschen verteilen. Nicht zu arg, weil sonst wieder jedes Haar von der Farbe bedeckt wird. Einfach so, dass ein paar Haare mit der Farbe bedeckt sind und ein paar nicht. Das ist gar nicht schlimm. Und dann sieht es einfach natürlicher aus. So, noch ein bisschen zurechtkämmen. Und man kann auch noch ein bisschen Farbe nachtragen, wenn man das will. So, dann ist es auch schon fertig und jetzt warte ich ungefähr 30 Minuten und lasse das Ganze einwirken. Nicht zu lange, weil ich eben nicht möchte, dass es zu hell wird. Und jetzt noch die Handschuhe ausziehen, was ein bisschen schwer ist, wie man hier sieht. Mal schauen, wie das Ergebnis so wird. So, jetzt lasse ich das Ganze einwirken und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind die Haare schon gewaschen. Die Farbe ist rausgewaschen nach einer halben Stunde. Und sie sind noch nass. Deswegen föhne ich sie jetzt einfach mal. Und hier ist das Ergebnis. Die Haare sind einfach ein bisschen aufgehellt, nicht überall. Unten drunter sind sie noch in der natürlichen Haarfarbe, obendrauf ein bisschen heller.
Und dadurch sieht das Ganze eben schön natürlich aus, ebenso als ob die Sonne die oberen Haare ein bisschen ausgeblichen hätte. Und der Effekt verstärkt sich noch, je mehr ihr in die Sonne geht oder am Strand seid oder am See. Ja, das war's schon. Ich hoffe, euch gefällt. So sah es vorher aus. Und das ist das fertige Ergebnis mit meinem selbst kreierten Sommerlook.